Okay, ich habe die also. Ich kann ihm jetzt nicht Verdacht mitteilen, dass ich glaube, wer das ist. Ich muss also das irgendwie funktioniert. Noch. Doch, du kannst da rausgehen. Ich muss es also irgendwie noch rausfinden, wer die Leute sind. Jetzt pass mal auf. Wenn ich jetzt. Moment mal. Hey da! Potz, da scheint ein Geschick. Ich glaube fast, der gehört auch dazu. Die Stimme kommt mir jetzt bekannt vor. Habe ich. Nein. Oh, ich verstehe. So. Oder nein, der war's. Oder? Es tut überhaupt nicht weh. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Egal, was ich eigentlich machen wollte, ist jetzt mal kurz mit dem Fischhändler reden, weil den Fischhändler habe ich eindeutig identifiziert da drin. Der war ja ganz einfach. Gucken wir mit dem. Krake! Die lag vorher nicht da, oder? So, Fischhändler, reden! Guten Morgen, Fischhändler. Viel zu tun? Heute geht's ziemlich hektisch zu. Der Rochen da drüben versucht dauernd zu entwischen, ne? Das ist kein Rochen, wa? Glaubt er vielleicht, auf trockenem Land überleben zu können? Tja, es ist ein besonders hoffnungsvoller Rochen, Herr. So ich glaube, du hast zu viele Fischeier gegessen. An Fischeier ist ich beschlusszauber. Sag's nicht. Oh, ich bitte, du sollst suchst du nach Sechten. Also, mit dem Reden kann ich nicht. Jetzt gucke ich mal, ob man quasi anhand seines Gürtels, den wir dann kriegen können jetzt offensichtlich, das hätte ich jetzt schon auch geschnallt. Also ich nehme jetzt mich doch ein bisschen wieder zurück, tut mir wirklich sorry. Wenn der jetzt hier liegt, auf einmal der Krake hier, wäre das schon klar gewesen, dass wir mit dem irgendwie arbeiten müssen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den irgendwie aufnehmen können. Kann ich da mit dem Aal irgendwie was und dem... Hier wird aus Abneigung... Der ist zu schwabbelig, hä? Kann ich ihn stärken? Das funktioniert. Nö. Kann ich ihn... Ah, guck mal her, kann ich damit vielleicht irgendwas machen? Das funktioniert. Das funktioniert. Ich will diesen Kraken haben. Kokosnuss, Feuerwerkskörper, Glas, Mais, Streichhölzer, Stärke, Mehl. Auch das wird nicht funktionieren. Das funktioniert. Hey, das ist ein wahres Prachtexemplar. Zumindest für einen Kraken. Super, aber warum nehmen wir es nicht mit? Das funktioniert. Weil sich's irgendwie wehrt, ne? Das funktioniert. Weil sich's irgendwie wehrt. Kann man ihn irgendwie das sprengen? Nein. Fesseln mit dem Bindfaden? Ja, perfekt. Sehr nice, jetzt gehen wir mit dem Kraken dahinter. Wie gesagt, das hatte ich nachgelesen, da wäre ich dann jetzt auch drauf gekommen, also das nehme ich dann zurück. Ab in die Toilette damit. Nein, ich kann es nicht. Sollst du es ja auch nicht bewegen? Das funktioniert. Das funktioniert. Das funktioniert. Das funktioniert. Mit dem Gürtel? Das funktioniert. Mit dem Fischhändler? Das funktioniert. Nein, ich kann es. Nein, ich. So. Mal gucken, ich habe die Krake jetzt. Vielleicht muss ich das auch andersrum machen, ne? Kann ich mir natürlich auch vorstellen. Ich gehe jetzt mal raus. Da kommt er auch wieder an seinen Stand. Jetzt machen wir die Toilette nochmal ob. So, Truhe, Krake, Toilette. Das ist mies. Sowohl für die Krake als auch für den Fischhändler ist das ultra mies. Oh ja. So. Oh ja. Gefällt mir gar nicht, was wir hier machen, aber könnte lustig werden. So, nochmal. Nochmal eine Trockenpflaume dazwischen.
So, lass es dir schmecken, mein lieber Herr Fischhändler. Bin gespannt, welche Bewandtnis jetzt der Gürtel hat. Ob wir mittels des Gürtels dann irgendwie die Verbindung zu der Bruderschaft herstellen können oder ob wir den für irgendwas anderes brauchen. So, und da drin müsste doch jetzt Action sein, oder? Ah ja, nun, das überlasse ich. Das funktioniert. Ein interessanter grüner Farbton. Hä? Nein, ich... Nein. Eine Toilette? Ja, und was ist jetzt... Hat das jetzt gar nichts gebracht, dass wir die Krake da rein haben? Eine Toilette? Nein, ich... Nein, da sehe ich nicht. Es ist mir gleich, was... Da ist doch jetzt... Muss ich vielleicht noch irgendwas anderes reinwerfen mit? Kann ich Wasser noch mit dazu schütten? Es ist mir gleich, was in der... Hä? Ein Knallkörper dazu tun? Es ist mir gleich... Nein. Ein Fass mit Schießpulver. Es ist mir gleich. Nein. Bild? Muss doch auch irgendeine Bewandtnis haben, dieses Bild? Nein, ich. Also. Dass da jetzt ernsthaft nichts passiert? Finde ich schon sehr witzig. Also suspekt. Also da ist eine Krake drin. Aber er kann sie einfach draufsetzen und nichts passiert. Okay. Guten Morgen, Fisch. Heute geht's der Rochen zu. Glaubt ihr? Ich glaube, an Fisch ist gut. Anderes Gespräch gibt es sich auch nicht. Du sollst. Suchst du nach Achselste? Finde ich jetzt, ehrlich gesagt, sehr seltsam. Ich probiere mal noch was anderes, was mir gerade einfällt. Wir haben ja den Taschendiebstahl. Vielleicht kann ich mit dem Taschendiebstahl an den Gürtel ran. Ich breche mal die Sequenz ab. Geht gar nicht. So, dann rennt er wieder. Der Kollege. Gehen wir wieder in die Gasse. So, Renzi, Herr Bremswind, kommen Sie mal her. Taschendieb, auf Gürtel. Das funktioniert, das funktioniert. Warum denn nicht? Das funktioniert, nein, ich... Eine Toilette? Mit einer prächtigen Goldschnalle. Ja, genau, den hätte ich ja gerne, aber... Verdammt, man hindert mich daran. Was? Verdammt! Ach so, es darf ja nicht ins Inventar, das muss ich ja dahin zurücklegen. Und es nicht gleich wieder nehmen. Eine Toilette? Also, weiß nicht, ob hier vielleicht noch irgendwas Wichtiges fehlt, quasi. Bin ich mir nicht ganz sicher. Das funktioniert. Ist auf jeden Fall ultra seltsam, dass das gar nichts ausmacht. So, quatschen wir mit dem mal. Verdammt, meine Haut. Nö, es bringt auch nichts. Ich glaube, der Alchemist war noch mit in dem Treffen. Und definitiv der Schornsteinfeger, deswegen lasse ich mich jetzt mal da hochkatapultieren und schaue, ob ich mit dem was reden kann. Ne, der war ja echt definitiv dabei. Der hat auch die Klamotte noch an, das fällt mir jetzt erst auf. So, der Herr. Bürste. Das funktioniert. Gold, wie? Eine goldene Bürste. Ein Bursche mit einem... Morgen, Chef. Ein schöner Tag dafür. Wofür? Für alle. Bist du jemals herunter? Oh ja. Wenn du nicht möchtest, dass ich so etwas wiederhole... Es kommt der Tag, an dem Leute wie... Das lässt sich am einfachsten vom... Wie bitte? ...zu dir aufs... Vielleicht sollte ich kehre ganz ruhig...
Okay, den müssen wir offensichtlich irgendwie runterhauen. Trainingsstrecke für Assassinen. Nun, ich schätze, irgendwo müssen sie üben. Ja, schätze ich auch. Das funktioniert. Kann ich nicht mitnehmen. Gut, durch das Fenster ist man ja irgendwie wieder runtergekommen. Dann schaue ich mal meine Truhe, ob ich irgendwas habe. Mit dem ich den da, naja, quasi runterwerfen könnte. Wo mir jetzt auf Anhieb aber auch nichts einfällt, aber... Aber naja. Was ist das hier in der Gasse eigentlich für ein Geflimmer da hinten? Ja, okay, das ist wahrscheinlich nur irgendwelches Alchemistengedöns. Ich kann einen Gegenstand mit hochnehmen, wenn ich mich recht erinnere. Ein Krug mit Bier. Nun, wenigstens hat die Flüssigkeit genug Ähnlichkeit mit Bier, um ein Minimum an Aufregung zu schaffen. Okay. Da muss ich nochmal nachdenken. Also ich will jetzt nicht mit dem Gegenstand alleine hochrennen und das Ganze... Naja. Kam mir dann jetzt schon ein bisschen komisch. Also was heißt ein bisschen komisch war? Es ist klar, dass ich da was machen muss, aber was genau, weiß ich jetzt auch nicht. So. Was ist da drin? Sieht wie siedendes Öl aus. Kann ich da eigentlich nochmal Mais reintun? Ach, lass uns doch... Nö. Schade. Hups, jetzt habe ich aus irgendeinem Grund die Kokosnuss aufgenommen. Sieht ganz entweder. Reden? Wie läuft's mit den Ich habe derzeit arbeiten wir. Kommt ihr gut voran? Nein, eigentlich nicht. Gute Okay, auch nicht wirklich, ne? Scheint ein kleines. Die Stimme kommt jetzt doch nicht bekannt vor. Wer auf jeden Fall auch noch dabei war, war dieser Paul König-Verschnitt, weil es ging um Toiletten, ne, das Gespräch. Und wahrscheinlich war es auch einer von denen mit dabei. Und hier sehe ich jetzt, bei den anderen war überall ein neuer Gegenstand, sehe ich da jetzt keinen. Oh, der Schnapper war vielleicht dabei. Ich bin sicher, ihn schon einmal gesehen zu haben. Hat er versucht, mir Aktien an jener... Bäh! Hier riecht was wie mit Zimt bestreute gebackene Stinkkuchen. Oh, ist auch ein neuer Spruch. Oh, der hat andere Sachen. Pfannkuchen. Normalerweise kosten sie 10 Ankh-Morpork-Cent das Stück. Aber du bekommst eine ganze Tüte für einen halben Dollar. Damit treibe ich mich selbst in den Ruin. Okay, da können wir offensichtlich was Neues machen. Na schön, gib mir einige Pfannkuchen. So, was haben wir denn da jetzt hier? Krapfen ist mehr als nur ein wenig klebrig. Klebrige Krapfen. So. Schneid dir die eigene Kehle durch. Ich bin zu allem bereit, wenn nur der Preis stimmt, Herr. Verkaufst du sonst noch etwas? Oh ja, mein Herr. In dieser Woche biete ich spezielle Artikel an. Sie dienen dazu, in diesen schwierigen Zeiten Sicherheit daheim zu leisten. Sicherheit? Aha. Was meinst du damit? Patentierte Drachenfallen, Herr. Damit lassen sich garantiert alle Drachenfallen, die bei dir den häuslichen Frieden stören. Bei Versagen bekommst du dein Geld zurück. Was? Das sind Mausefallen. Sie dienen dazu, sehr kleine Drachen zu fangen. Du bekommst sie für den halben Preis. Damit treibe ich mich selbst in den Ruin. Nein, danke.